Jetzt lassen wir nochmal kurz Revue passieren. Wir haben ja, wie gesagt, Stefano erledigt. Ist weg. Künstler, ade. Jetzt haben wir Myra, unsere Frau, die hier auch in unserer Matrix-gebildeten Geschichte irgendwie da ist. Ach ja, mein Büro hat sich ja, sagen wir mal, leicht verändert. Ganz dezent. Und wir gucken uns jetzt mal an, was uns bei diesem Altar erwartet. War das dann jetzt? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Jetzt sind wir in irgendeiner Gefängniszelle. Ich sag ja Matrix. Ganz schlimm. Wo bin ich denn jetzt? Ja, das ist die Frage, die... Oh. Die man sich stellen sollte. So, wir haben überall Munition, Munition. Wir laden mal überall kurz nach. Einfach nur vorsichtshalber, damit wir hier nicht so überrascht werden. Okay, meine Tastenkürzel funktionieren diesmal ausnahmsweise. Ist das auch so eine Art Teleporter? Also wenn ich jetzt hier wieder rangehe, kann ich mich wieder zurück untersuchen. Kann ich mich jetzt wieder zurück teleportieren? Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Haben wir? Also, ich bin mir unsicher, ob wir dieses Symbol wirklich in der echten Welt gesehen haben. Aber, du, wenn Sebastian das sagt, dann wird das schon irgendwo stimmen. Ich weiß nicht. Sind das, ja, ich wollte es gerade fragen, sind das Gräber und... Ja, es sind, glaube ich, Gräber. Das weiß ich nicht, ob uns das so gut gefällt. Aber die haben Schießpulver. Nimm wir doch mit. Oha. So, ich mach mal eine Taschenlampe an, damit wir vielleicht ein bisschen mehr sehen. Aber hier geht's ja nirgendwo weiter. Da ist Blut. Ha. Oh, da ist eine Tür. Die habe ich hier gar nicht gesehen. Hallo? Willkommen zurück. Sie wollen Anton? Ja. Ich werde Ihnen helfen. Das ist aber lieb. Wer? Was war das? Ja. Oh, falsche Taste. Ja. I don't know. Wie geht's hier weiter? Okay, hier geht's auch nochmal weiter. Liegen ein paar Totenköpfe rum. Hier haben wir noch eine schöne Kiste. Loot, loot, loot! Oh, ja, Munition. Oh, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, sollte ich jetzt hier schon weitergehen oder wollen wir uns erstmal das hinten nochmal kurz angucken, was wir da gerade gesehen haben? Oder, nee, brauchen wir... Ah, okay, drüben geht's weiter und hier können wir einfach nur looten. Aber hier ist nicht so viel zu looten. Schade. Na, oh, falsche Richtung. Wir müssen der Blutspur folgen. Das ist ja wunderbar. Hallo? Oh Gott, was ist denn hier passiert? Haben die hier ein Ritual gemacht? Ernsthaft? Wirklich? Alter, eine Folterkammer hier. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ist Dave da? Sind wir bei Dave zu Hause? Oder was? Dave hat doch mal erzählt, er hat einen Folterkammer. Oh nee. Oh. Alter, erschreck mich doch mal. Oh, das hat mich jetzt aber gerade komplett... Bei lebendigem Leib verbrannt. Ja. Okay. Oh, warte mal, hier haben wir noch... Achso, ich dachte, das wäre so ein Harpunenbolzen, den wir mitnehmen können. Was haben wir hier? Foltergeräte. Ja. Fast schon mittelalterlich.
fast schon mittelalterlich, genau. Okay, also unser Kind schreit, würde ich behaupten. Also ich weiß nicht, ist es unser Kind? Oh Gott, ich würde jetzt davon ausgehen. Okay, Ist da wer? War da gerade unten was? Okay, hier könnten wir weiter durchgehen. Okay, gehen wir erstmal mal zurück. Durch diesen kleinen Gang da. Weil vielleicht gibt's ja da Loot. Munition. Keine Ahnung. Medikit. Who knows? Vielleicht auch wieder Schießpulver. Oder andere Ressourcen. Wie zum Beispiel Glibber. War jetzt nur vorsichtshalber. War auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber okay, ja genau. Hier finden wir nochmal guten Loot-Stuff. Das finde ich nice. Nicer. Kann ich jetzt hier auch wieder durch? Da ist doch ein Riegel. Entriegel doch einfach und geh durch diese Tür. Da ist noch nicht mal ein Schloss dran. Alter. Dieser Sebastian. Wirklich. Also. Nee. Hätte doch einfach den... Und dann... Aufmachen. Easy peasy. Aber nein. Er drückt einfach nur gegen. Oh, ist abgeschlossen. Na gut. Gehen wir einfach weiter. Regen wir uns da gar nicht drüber. Ist da... Nee, okay. Wo... Also... Wow. Was ist das denn jetzt hier alles? Willkommen bei Blair Witch, würde ich sagen, oder? Also, ne? Für alle, die Blair Witch vielleicht noch nicht gesehen haben, da sagt der große Stevie, schaut gerne mal nach diesem Video hier vorbei. Das hört sich alle... na, mein Freund? Er war nicht allein. Wir jucken. Wir packen die beiden mal wieder da hinten hin. Mal gucken, ob die da hingehen. Hallo! Das war doch effektiv, oder? Okay, war vielleicht doch nicht so effektiv. Ich hätte gedacht, ich habe die beiden jetzt wegklavüstert. Aber anscheinend nicht. Na gut. Schade, ich dachte, ich wäre clever gewesen, aber gut. Also die Idee war gut. Umsetzung eigentlich auch okay. Aber ja. Aber leider habe ich wirklich nur noch 12 Schuss. Das gefällt mir gar nicht. Bei der Pistole. Da muss ich doch mal grad gucken. So, was jetzt? Achso, eben. Zieh durch! Ey, wie viel muss ich denn drücken? Haben wir wieder Schrotflintenmunition. Ist das jetzt ein Gefängnis? Oder ist das auch so eine Anstalt? Oder. Ah ne, es war ja im Folterkeller, ne? Ah ja, ja, stimmt. Da war ja was. Folterkeller und so. Hm. Hier haben wir schon alles voll. Sind wir eigentlich lebenstechnisch? Ja, okay. Also gesundheitstechnisch sieht es bei uns ganz gut aus. Ich kann den Communicator nicht rausholen. Also wenn die so eine roten Augen haben, da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig. Ne, man weiß, da weiß man ja nie, was einen so erwartet. Haben wir hier durch? Cool. Geheimgang.
Wer ist sie denn? Hallo? Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Ich tue, was immer Sie wollen, nur bitte, lassen Sie mich raus. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ich will raus. Ist okay? Alles wird gut. Beruhig dich doch. Ja, voraussichtlich schon. Allein. Ja. Womit habe ich das verdient? Ich will doch nur nach Hause. Nach Union. Okay. Die arme Frau. Also ich meine, sie hat recht. Sie wird wahrscheinlich da gestorben sein. Leider. Ach so, deswegen. Ah, weil die Tür, da kommen wir nicht von. Verstehe. Deswegen müssen wir hier so durchklettern. Ja, ist halt. Ne, ist nicht schön. Also, schön sowieso nicht, aber. Was willst du machen? Also, wäre ich früher hier gewesen, hätte ich sie natürlich versucht zu befreien. Ganz klar. Aber. Jetzt ist es schwierig. So im Nachgang. Ach du. Du bist doch wieder. Du bist ein Bait. Schrotflintenmunition ist voll. Warum schieße ich eigentlich immer noch mit meiner. Ah, Pistole. Wollte ich gerade fragen. Hier komme ich wieder nicht raus. Schrotflintenmunition kann ich nicht mitnehmen, weil ich bin da schon full. Mann! Na gut. Sind wir hier einmal alles durchgegangen? Wieso kann ich nicht nachladen? Ah, jetzt. Okay, genau, die sind abgeschlossen, da war ich auch drin. Okay, okay, okay. Dann geht's weiter. Taschenlampe an. In der Tiefe finden Sie, wonach Sie suchen. Nur durch den Fall können Sie sich erheben. Was ist das? Okay, also nur in der Tiefe können wir uns erheben. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich die Leiter runter? Okay. Und komm nie wieder hoch. Tada! Ja. Warum steht da oben mein Name? Sebastian Castellanos. Sind wir hierher getrieben worden und derjenige wusste, dass wir uns darauf einlassen? Das wäre jetzt nicht so optimal. Wir haben alles verloren. Ihr Versagen führte zu Untätigkeit und dann zu Verzweiflung. Und die Verzweiflung zu Selbstzerstörung. Wer bist du? Hallo? Wer sind Sie? Also ich schieße jetzt mal nicht direkt auf ihn, weil er könnte ja ein guter sein. Du hast deiner Frau nicht geglaubt. Du wolltest es nicht sehen. Es ist alles deine Schuld. Du bist ein Versager. Deinetwegen ist deine Tochter verloren. Du konntest sie nicht retten. Sie haben den Schlüssel zur Linderung ihrer Qual. Ich kann sie zum Schloss führen. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Alter. Ey, das sind unsere... Oh Gott. Unsere eigenen innerlichen Dämonen. Oh, fuck. Okay. Na, dann rennen wir mal Richtung Haus. Sie können Ihre Vergangenheit
Ja, ich... Ist das... Lily? Was? Wer bist du denn? Geh weg! Schrotflinte, komm her hier. Wow, wo kommst du denn her? Wer bist du denn? Piss dich! Oh. Das war jetzt aber... Oh Mann. Muss das so? Also... Hätten wir nicht einfach auch drüber reden können? Beim Kaffee oder so? Oder? Was ist das denn? Achso, meine Medizin ist voll. Ah, Munition für die Pistole. Schießpulver. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal Schießpulver. Ich sag ja, also Sachen zum Herstellen finden wir echt eine Menge. Weil diese Rauchbolzen, weiß ich nicht, ob wir die wirklich jemals so nutzen wie angedacht. Vielleicht. Also vielleicht kommen wir ja noch dazu. Silvano hat sich hier gesetzt. War mir ein Dorn im Auge. Eine wärmende Umarmung. Genau, Herr Junge. Sie haben ihn entfernt. Dafür werden sie belohnt. Silvano. Die kannten sich. Konntest du nicht zwischendurch auch Muni herstellen, kreatives Bauen oder so? Ja, aber ich glaube, das kostet dann mehr Ressourcen. Ich weiß aber gar nicht, wo ging denn das? Deswegen, ich habe keinen Schimmer, wo ich jetzt dieses kreative Bauen habe. Ich weiß, es gibt es irgend... Wir können mal ganz ehrlich, das kostet 2 mehr als sonst. Kostet 120. Wir haben 338. Ja, komm, Wayne, Alter. Da ist ja das. Da holen wir uns jetzt erstmal hier volle Munition, weil ich bin ehrlich, da unsere Pistole ja gut ausgerüstet ist, ne? Also die hat ja schon guten Wumms. Ich bin eher so der Pistole. Also klar, ich Schrotflinte auf nah ist cool, auf Entfernung nicht so. Deswegen bin ich so, bevorzuge ich lieber. Die Pistole, die Schrotflinte, wollte ich gerade sagen. So, herunterklettern. Wenn sowas aufploppt und da so ein großer Raum ist. Da habe ich doch eine Vermutung. Da habe ich doch eine Vermutung, dass das nicht so ruhig bleibt. Wie gerade es halbwegs ruhig ist. Ach, da liegt doch einfach eine Hand. Nee, ist klar. Ja, und dann haben wir hier so Leitern nach oben. Also, habe ich nicht noch 2 Leitern gesehen? Was hat er denn in der Hand? Okay. Ich ignoriere es einfach mal. Was ist das hier? Ist das so ein Opferaltar oder irgendwelche Rituale, die hier durchgezogen werden? Komm, wir klettern mal nach oben, wir gucken uns das mal von oben an. Wir verschaffen uns mal eine Übersicht. Gehört er dazu oder so? Oh no. Du kannst hier wieder da an den 4 Rädern drehen. Das sieht doch schon wieder aus. Ach, das... Was haben die denn alle mit... Warum? Haben die irgendwelche Gedärme oder sonstiges in den Händen? Was stimmt denn mit denen schon wieder nicht? So, muss ich das jetzt in einer gewissen Reihenfolge machen, oder? Ach du Scheibenkleister. Ah. Würde ich sagen, nein.
Ich würde sagen, es muss einmal nochmal komplett gedreht werden, dass der Zugang da links jetzt ist, also da. Und das, wenn es dann so aufgeht und verteilt wird, so nach unten geht. So würde ich jetzt denken, oder? Okay, Freunde, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Weil das ist ja mal gar nicht so einfach. Für mich jetzt wieder, ne? Also durch dieses... So, jetzt ist der links eigentlich ganz richtig, der oben ist komplett falsch. Sehr gut. Aber den oben kann ich einzeln bedienen, deswegen ist mir das erstmal egal. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wir müssen... Am besten... Nee. Auch nee. Ich hätte jetzt gesagt so. Aber dann passt das ja wieder mit drüben nicht. Okay, wir haben es gefunden. Also, ja, okay. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ey, wir haben es hinbekommen. Das ist das, was zählt. Nice. Danke, Chat. Der rechte war auf jeden Fall noch falsch. So, und damit soll jetzt das Tor aufgehen? Also, was ist das für ein Mechanismus? Ist bei mir auch so. Ich muss erstmal ein Opferritual durchführen, damit meine Haustür vorne aufgeht. Sie geht doch noch auf! Ja klar. Also. Das ist das Einmaleins des Türöffnens. Man macht ein Blutritual. Macht hier so einen Zirkel. Einfach um ein Tor zu öffnen. Ja, klar. Völlig normal. Okay. Was passiert jetzt? Klar. Schon mal vorsichtshalber die Waffe ziehen. Sehr gute Entscheidung. Sehr klug. Sehr gut. Sebastian Castellanos, endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer bist du denn? Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Theodor? Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen. Mein Freund. Wer sagt denn, dass wir Freunde sind? Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex? Einen von euch habe ich heute schon getötet. Ja. Natürlich haben sie das. So gehen sie mit jeder Herausforderung in ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die sie selbst erschaffen. Okay. Nehmen sie die Waffe runter. Nö. Benutzen sie statt ihrer Fäuste doch einmal ihren Verstand. Alter, ist ja... Das sind wir ziehen, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind sie? Ich würde es Ihnen ja sagen, aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Nein!
Ich kann sie von ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Ja? Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren Sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Leih mir doch mal deine aus. Die gefällt mir. Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Das ist mal eine Ansage, würde ich sagen. Was zum Teufel geht hier vor? Wir können später reden. Konzentrier dich auf Überleben. Lass mir den Rücken frei. Den Rücken? Achso. Er hättest du auch mal auf den noch... weniger Munition. Ich dachte, wir sollen hier so lange schießen, bis hier Munition alle ist und so. Komm mal her hier, ich will mal ganz kurz... Nee, ist voll, okay. Heute nicht, du Penner. Lass mal hier umschmeißen. Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Oh, oder auch nicht. Okay. Cool, 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 cool. Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Kann ich hier durchs Fenster? Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Wir lassen nicht nach! Und wir auch nicht. Oh, da ist noch mal Munition. Okay. Lass sie doch hier reinkommen. Lass sie doch mal hier ein bisschen reinbaiten. Come on! Komm nochmal zurück! Du sollst zurückkommen! So. Ja, als ob du nicht brennst, Fräulein, ey. Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von denen. Ja, das ist ja richtig. Oh, da. Da ist ja noch jemand. Hallo, Lady. Tschüss. Mist, die sind überall. Ja, wo denn? Wo? Ich hab hier, bei mir ist doch easy peasy. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Da komm, hier reingeklettert. Und wir auch nicht. Oh, da ist ja noch jemand. Tschüss. Ja, komm mal rein. Oh, warte. Ich muss kurz nachladen. Okay, warte. Sorry. Munition mitnehmen. Ist noch mehr? Hey, was zur Hölle ist das für ein Lärm? Oh ja, hier gibt ganz viel Munition. Das finde ich nice. Was denn? Wie? Wo? Vorsichtig. Wer bist du denn? Was ist das für Dinger? Ich war halt höchstens einfach. Leco mio, was machst du denn jetzt hier auf einmal? Haben wir. Ich glaube, das sind die letzten. Ja, kann ich dich heilen? Geht das? Natürlich nicht. Los, wir müssen weiter. Hier lang. Nee. Wir looten uns erstmal hier nochmal kurz durch. So, ich habe noch ein bisschen Pistolenmunition. Spritze. Noch mehr Pistolenmunition. Kisten. Ja. Haben wir alles durchgeladen? Nee, hier, guck mal, hier. Können wir nochmal eine Munition mitnehmen?
Das war Spritze, da haben wir schon alles full, full, full. Okay, dann können wir weitergehen. Haben wir hier noch? Okay. Maschinenteile, noch mehr Munition. Jetzt finden wir auf einmal massig an Munition. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Hat Zeit sie doch für Fragen. Beantwortet. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Gibt's hier noch was Schönes irgendwie? Nee? Nein? Okay, schade. Oh, doch, warte, hier. Waffenteile. Okay, okay. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach dir Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und also ich hier muss bist sagen, du, also... ich würde gerne Moment. Deine Waffe haben wollen. Warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen. Und Mobius. Für immer auszuschalten. Das klingt nach einem Plan. Was ist? Scheiße. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Ja, ja. Wohin? Ich wollte gerade fragen, gehst du jetzt auch vor oder eher nicht so? Warte mal. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Ja. Hier drüben! Ich bin noch hier. Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Er sagt bloß, Kidman ist doch auf unserer okay. Seite. Ich hebe. Na los! Oh. Ihr... Wow. Geht's. Lass mich helfen. Schieb den Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay. Krass. Danke. Starke Frau. Nice. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Ey. Wir wollen hier keine Altersdiskriminierung hier, ne? Also, hör mal zu. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten? Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen. Und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erst mal vertrauen. Aber wie ist sie denn an die Infos gekommen? Aber bleiben wir bei der Sache. Hallo? Also wie ist meine Frau an die Info gekommen, dass unser Kind bei Möbius ist? Natürlich. Durch Kidman? Bereit? Hat Kidman doch mehr... Alles gut, ich hab mehr Dreck am Stecken. Ja, ja, alles okay. So, jetzt muss aber dem Alpenmann hier hochhelfen. Hey. Hallo? Willst du mich hier zurücklassen? Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Wir kennen uns gerade mal 2 Minuten. Vielleicht? Du bist jetzt Teil des Plans. Okay. Okay, okay. Cool, 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 cool. Der Plan. Ja. The plan. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Theodore? Was? Oh, Pater Theodore? Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Also ist ja Theodore der Bösewicht, oder was? Wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach?
Jetzt ist Theodore abgedreht und hat sich gedacht, oh, ich will alles. Macht. Reichtum. Oh nein. I don't know. So. Ist unser Unterschlupf eventuell in die Luft gejagt worden? Scheiße. Probleme. Da. Oh, ja, das wollte ich jetzt nicht. Schnell, mir nach. Wo bist du denn? Okay, hier schön rüberklettern. Okay. Jetzt geht's ab. Jetzt machen wir Sneaky Meeky oder was? Wer ist denn da? Okay. Okay, so, könnte man jetzt einfach Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld, er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay. Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay, hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Flammenwerfer! Pass mal auf, wir probieren mal was aus. Nicht mit den Bolzen. Ich glaube, das bringt nichts. Oha, nee. Warum kommst denn du jetzt so? No, mach doch. No. Verzieh dich. Ja, verzieh dich. Dreh dich um. Und da lang. Ja. Könnte ich? Keine Lust mehr auf dich. So, ein bisschen Material mitnehmen. Man weiß ja nie, wann man es gebrauchen könnte. So, können wir jetzt einfach an den hier so... Ja, das ist ja... Das geht sogar. Gib mir doch die Waffenteile. Ja, ja, ja. Okay, wir müssen dahin. Könnten wir jetzt die Jungs beispielsweise... Kannst du dich bitte hier verstecken? Warte mal, machen wir mal so. Kommst du jetzt? Versteck dich doch. Wenn wir wegen dir erwischt werden, Fräulein. Dann gibt's Ärger. Kommst du mit? So, aber hier dürfte uns ja jetzt noch keiner sehen. Und was ist, wenn ich jetzt das Ding irgendwie in die Richtung schmeiße? So, bist du jetzt geil drauf? Nee, du bist kein Millimeter geil drauf. Shit. Immer noch nicht. Okay, warte, das ist jetzt mir... Du bist mir jetzt eine Runde zu nah. Okay, warte mal. Jetzt bist du mir zu weit weg. No, wir wollen nicht so laut sein. Okay, der ist beschäftigt. Der ist safe beschäftigt. Das heißt, wir können hier erstmal durchlaufen. Also ignoriert er sie hier oder wie ist es? Also ist ja NPC, ne? Nee, warte. Warte. Nice. Da sind ja auch noch welche. Ich dachte, wir müssen... Oh ja, doch. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir müssen da hinten hin. Ja, genau. Wir müssen auch da hin. Aber vorher holen wir uns nochmal ganz kurz Geglibber. Ey, hier sieht uns ja keiner. Und jetzt gehen wir Richtung Unterschlupf, ne? Jetzt haben wir sneak-technisch das eigentlich doch ganz gut gelöst.
Würde mich das ja schon interessieren, was da, ob wir da, nee, da kommen wir nicht rein. Gut, aber jetzt dürfte uns ja keiner mehr hören, oder? Also jetzt sind wir doch, safe. Ja, okay. Wir sind safe. Ab in den Unterschlupf von, wie hieß er nochmal? Torres. Sollten wir nicht hier hin? Wie heißt das bei Sunzi? Der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss. Gute Arbeit, Sebastian. Wir haben zwei ausgeschaltet. Lautlos. Mit dem Harpunenbolzen. War richtig gut. Mal blöd gefragt. Zu Hause ist es am schönsten. Das heißt, wir kommen nicht mehr raus? Kommt direkt danach. Hör mal. Flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Er ist harmlos wie Kuchenteig. Ja, okay. Hier gibt es noch Maschinenteile. Oh ja, 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 ja. Damit können wir nämlich dann unsere Waffen nochmal weiter verbessern. Und wie Stevie sagen würde, leider habe ich dafür noch den Dings nicht. Europaletten. Ne, wieder ein schönen Drink für euch. C4. Krass. Also, was machen wir mit Theodor? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodor zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodor. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Sebastian, wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodor gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Noch was Schönes, Neues zu trinken geholt währenddessen. Aber wie war... hä? Jetzt sind wir Kapitel 11, okay. Hm. Wie gesagt, ich habe gedacht, wir sind erst bei Kapitel 9. Aber gut. Soll mich jetzt nicht stören. So, dann gehen wir erstmal hier ein bisschen looten. Oh, gibt's hier eine neue Waffe? Ich hätte gern sowas wie Torres oder Toro. Yes. Diese Rauchdinger, die. Kältebolzen. Dieser Ambrosbolzen friert Feinde ein, die von ihm getroffen werden. Die meisten zerbrechen dabei in 1000 Teile, einige werden jedoch nur vorübergehend eingefroren oder sind gar nicht betroffen. Hä?
Wenn sie nicht betroffen sind, was bringt mir denn der Kältebolzen? Kältebolzen können durch Kombination von Verflüssigern und Schießpulvern hergestellt werden. Haben wir schon sowas wie Verflüssigern gefunden? Okay, erstmal Loot. Gut. Haben wir alles nachgeladen? Hier haben wir nachgeladen. Hier haben wir nachgeladen. Hier haben wir noch nicht nachgeladen. Da laden wir mal nach. Okay, Kältebolzen. Gut. Hier können wir dann nochmal speichern. Gibt es denn auch eine Möglichkeit von einer Werkbank? Oh, warte mal, hier gibt es noch was zu lesen. Hier ist ein Speicherpoint. Ah, da wird es wahrscheinlich nochmal zu Dings gehen. Okay, dann gucken wir uns erstmal das an, was wir hier noch als Tagebucheintrag haben. Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen, femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet, keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Zeit ist im STEM ein recht vages Konzept. Und zwar umso mehr, seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan, etwas, das ich bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier rauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung und vielleicht ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen, komme, was wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Ist mit ihm... Also hier, Sebastian gemeint? Ich hoffe nicht. Achso, warte. Herr Junge, wo ist denn unser Kaffee? Kaffee, Herr Junge, wir müssen Kaffee trinken. Schöne Käffchen. Immer schön. So, können wir gleich nochmal hier einen Schluck Wasser trinken. Ne? Auch wichtig. Trinken nicht vergessen, Freunde. Prost. Um die Gesundheit wieder aufzufüllen. So, konnte ich denn jetzt irgendwas? Ne, hier kann ich nichts. Ja, hat sich eigentlich nichts getan, ne? Also, ausstattungstechnisch, so munitionstechnisch, war jetzt auch nicht viel besser. Okay. Und hier gehen wir wieder ab in den Mark. Okay. Hoffen wir, dass das Mark noch da ist. Ja, der Mark. Der Mark wird noch da sein. So, jetzt durchquere den Mark und finde einen Weg zurück zu O'Neill. Als ob ich jetzt noch weiß, welcher Ausgang O'Neill war. Also wir hatten D5 und wir hatten B2. Was ist denn jetzt unser Ausgang? Exit 72. Okay. Jetzt erstmal wieder looten. Looten. Was ist das denn? Verflüssiger. Diese tragbare Verflüssigereinheit wird an Laboren verwendet, um Gase durch Kühlung zu verflüssigen. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Ja. Wie zum Beispiel der Frostbolzen. Da freue ich mich auch schon drauf, den irgendwann mal einzusetzen. So, machen wir erstmal hier wieder die Taschenlampe an. Das ist ja doch ein bisschen duster. Hallo? Mal noch ein paar Nägel. Okay, können wir hier raus? Oh Gott. Ach ja, wieder unser Spielchen mit den Sicherungen. So, zwei werden hier angemacht. Oh Gott, okay, warte mal. Da wird nur einer angemacht. Da wird auch nur einer angemacht. Ja, okay, dann muss ich hier alle hochdrücken. Scheiße. Theodor muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmans Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal nachsehen. Alter, was ist denn hier passiert? Schon wieder. Okay, die kann ich nicht. Nee. Oh Gott. Oh, hier ist ein Dia. Dia! Noch ein wieder. Teammitglied erwischt. Ich hätte auf ihn hören sollen. Auf wen? Ihm helfen sollen. Wem denn? Theodor? Nee, oder?
Hey, jetzt gehen wir doch wieder zu D5, wirklich komplett zurück? Exit D5. Okay, und hier geht's jetzt raus? Ach, das ist ja das Geheimversteck von ihm. Hoffman, sind Sie da? Hoffman? Noch ein Signal. Was ist hier passiert? Ja, dann nimm doch das Signal. Liam? Bist du das? Liam? Bist du das? Warum empfängt mein Kommunikator dein Signal? Ja, das war der Programmierer, naja. Genau. Ist doch egal. Wo bist du? Was? Das ist auf der anderen Seite des Labors. Das ist Sperrgebiet. Uns wurde verboten, dorthin zu gehen. Wir haben keinen Zutritt. Funktionieren? Okay, ich verstehe. Ja, wir treffen uns dort. Nein! O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Ja, warum? Sieht ihm nicht ähnlich. Ja, genau. Oh. Käffchen. Ist so ein kleines Spiel von uns, ne? Kaffeemaschine, wir müssen erstmal ein Käffchen trinken. Das ist wichtig. Erstmal schön. Käffchen. Mit einem kleinen Keks. Dann geht's uns wieder gut. Hier geht's raus. Ich gehe aber von aus, dadurch, dass die liebe nette Dame da lang gegangen ist, dass sie eher wollen, dass wir der Hoffman folgen. Genau, steht er da? Um herauszufinden, wo sich O'Neill aufhält. Und das da sieht nicht gut aus. Das da sieht gar nicht gut aus. Aber es ist nicht Hoffman. Oder? Bitte nicht. Okay, wir haben erstmal die Munitionstasche gefunden für die Schrotflinten, was ich natürlich sehr nice finde. Damit kann ich ein bisschen mehr Schrotmunition mitnehmen. Warum sind hier Fußabdrücke von nackten Füßen? Ohne Schuhe. Okay, wir haben jetzt hier... Oh, wo kommst du denn her? So, verpiss dich. Nee, Fräulein. Fräulein. Guck dich doch nicht weg, wenn ich auf deinen Kopf ziele. Du lebst immer noch? Ey, wie können denn die Dinger einfach nachwachsen, die Arme? Verarschen? Dann schießt du auf die Arme und auf die Beine und sonstige Geschichten. Geschichten und dann wachsen die einfach nach. Alter, das war aber auch ein Bait hier, ne? Also, haben sie aber gut gemacht. Muss man ja sagen. Muss man den ja lassen. Also, Freunde. Wenn da so eine Dinger sind und da so eine Leiche liegt... Wie safe ist so ein Fahrstuhl? Ich würde sagen, gar nicht so safe. Also ich persönlich würde den Fahrstuhl eigentlich nicht nutzen. Da bin ich doch ein Freund von Treppen. Und ich mag auch solche Fahrstühle nicht, wo du nicht weißt, geht hier die Tür auf oder geht da die Tür auf? Sieht alles nicht so gut aus, Freunde. Okay. Anscheinend haben sie hier zusätzlich gesichert. Ja, haben sie aber nicht so gut hinbekommen, würde ich sagen. Das lief mal nicht so einfach. So safe. So, wir nehmen mal extra den ganz linken, weil... Oh. Warum kann ich jetzt hier schon wieder zurück? Wir hatten doch gerade eben ersten Point mit zurück. Halten, um hineinzusehen? Achso, ja, nee, da wollen wir jetzt noch nicht reingucken. Hier gibt's noch... Achso, das kann ich mir ja nicht füllen. Okay, gucken wir uns erstmal hier die Leiche an. Ach ja, da haben wir jetzt nur die Schrotflintenmunition. Ah, ja, okay. 3 Schuss... Und einer müssen wir da lassen. Okay. Verdammt.
So, dann lesen wir uns erstmal die Computerdatei Sicherheitsprotokolle durch. Und zwar, aufgrund der vertraulichen Art der durchgeführten Experimente haben nur Möbius-Operative mit der passenden Einheits-Zerebral-Chip-Kennzeichnung Zutritt zum Labor. Befolgen Sie beim Betreten des Labors bitte alle Sicherheitsprotokolle und beachten Sie, dass Ihre Freigabestufe Sie auch an die in Ihrem Eintrittsvertrag dargelegten Prinzipien zur Nichtweitergabe streng geheimer Informationen bindet. Was für ein Satz. Alter. Operative, die versuchen, das Labor ohne die notwendige Freigabe zu betreten, werden einer in den Möbius-Sicherheitsstatuten aufgeführten körperlichen Züchtigung unterzogen. In dem Folterkeller oder was? So, ich weiß nicht, ob wir... Also, nee, komm, wir gehen ja jetzt nicht zurück, oder? Also, macht da jetzt eigentlich gar keinen Sinn, weil wir waren ja jetzt gerade da. Huh. Also, ich gucke mir das gerade mal hier so an, wie das hier so aussieht. Und dann gucke ich... Gucke ich hier so rein und denke mir... Das sieht schon ein bisschen anders aus. Es erinnert mich so ein bisschen an... Outlast. Und das erinnert mich an eine Szene aus dem DLC von The Evil Within 1, wo uns ein Bossgegner echt gut weggezimmert hat. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Ja... Die werden wahrscheinlich alle abgelassen und dann kommen sie alle raus. Weil wir auf irgendwas wieder warten müssen und dann dürfen wir uns hier wieder durchkämpfen. I see, I see, I see. Und einer ist davon auf jeden Fall offen. Na, ist ja toll. Die sind alle eingeschnürt. Okay, cool, 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 cool. Ah... Hier gibt es nochmal so ein bisschen Glibberzeugs. Ach, hier sind noch mehr solche Dinger. Oh nö. Da ist auch schon wieder einer raus. Oh, da. Was haben Sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollen Sie mich hier treffen? Einheit der Branche erkannt. Zutritt gewährt. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Es muss hier doch irgendwo einen geben. Ah, ja, in den Serverraum. Das war schlimm, ja. Hey, Junge, du warst dabei. Ich weiß, das war ist nicht, war nicht schön. Das, die Sequenz war damals nicht schön. Ich weiß. So. Wie? Also, ich will nicht fragen, wie, aber ich muss die Frage stellen, wie komme ich jetzt an so einen Einheitschip ran? Also irgendwie ist der ganze Raum mega groß. Ich muss hier erstmal looten. Dann müssen wir irgendeinen Chip finden, damit wir hier, durch dieses eine Tor kommen. Und ich habe keinen Schimmer, wie wir an so einen Chip rankommen. Und wir haben aber irgendwie sehr viele Möglichkeiten, weil von da sind wir gekommen. Da geht's einmal lang. Wir können einmal irgendwo... Hier hoch? In so ein Labor? Es ist schon eine Menge. So, dann gehen wir erstmal hier lang, würde ich sagen. Oha. Vielleicht auch nicht? Sind das Einwohner von Union? Ah. Was hat Morbius mit ihnen gemacht? Ja, nichts Gutes. Okay, hier sind wir voll. Nägel können wir immer mitnehmen. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Weg ist, wo wir hinlaufen sollten. Machen wir die Taschenlampe vorsichtshalber an. Damit wir einfach mal ein bisschen mehr sehen. Wo ist denn jetzt hier... Ist die da drin? Hier gibt es noch eine Notiz. Computerdatei. Beobachtungen in der Grube. Hier ist es so einsam und unheimlich. Ich werfe diese Leichen, diese Dinger, in die Grube. Aber es kommen einfach immer mehr. Warum bin ich überhaupt hier gelandet? Ich höre Dinge stimmen. Sie kommen aus der Grube. Das kann nicht sein.
Aber wenn ich nicht aus der Grube, aber wenn sie nicht aus der Grube kommen, dann sind sie in meinem Kopf. Und das ist noch schlimmer. Akustische Halluzinationen gehören zu den Symptomen. Nein, ich kann nicht infiziert sein. Das ist kein Virus oder Bakterium. Das ist eine mentale Sache, die nur Bewohner infiziert, deren Erinnerungen umgeschrieben wurden. So haben sie es mir zumindest gesagt. Scheiße, ich muss mich zusammenreißen. Es ist nur die Einsamkeit, die mich so denken lässt. Die Einsamkeit und die Nähe zu diesen verrückten Leichen. Es handelt sich nicht um das Phänomen. Okay, wenn du es sagst. What the fuck? Oh nein. Es kommt. Was? Ich muss hier raus. Was kommt? Wie? Wer? Ich verpiss mich. I don't know. Also wenn das so kameratechnisch sich so verändert, dann hoffe ich, dass ich noch rauskomme. Was ist das? Willst du mich? Oh. Gott, no. Das ist doch scheiße. Ja. Okay. Es sucht nach mir. Ja. Kann ich dich verletzen überhaupt? Ja, natürlich nicht, Alter. Warum sollte das auch gehen? Lass mich in Ruhe. What the shit? Ich drücke alle Tasten, die ich drücken kann. Bin ich jetzt gestorben? Ups. Verstecken und abhauen. Okay. Mal blöd gefragt, kann die mich da sehen? Anscheinend nicht. Weil ich bin ja auch hier so versteckt. Man sieht mich nicht durch dieses kleine Gitter. Na, 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 na. Na, 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 na. Fuck you, Alter. Durch Wände gehen? Ist das ein Geist? Ja. Ist aber lieb von dir, dass... du mir Versteckmöglichkeiten bietest. Könnte ich jetzt sagen? Nee, warte mal, da bin ich noch nicht hin. Nee, lass mich mal kurz. Nein, geh mal da weg. Oh Gott, sie guckt genau in meine Richtung. Lala, lala. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu... Könnten wir sie nach da oben baiten? Ging das? Sozusagen... natürlich nicht. Okay, ja. Chat, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich bin nicht so gut in Heidezieg. Oh.
Okay, da komme ich nicht durch. Das heißt, ich muss einmal durch die Mitte durch. Na, ist ja... Toll. Toll, 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 toll. Ich freue mich. Okay, komm, Chat. Wir probieren's. Let's take a look at this thing. Let's take a look if we can hide here and be some sneaky part. Nein, 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 nein. Aha, sie räumt wieder um. Na, ist ja wunderbar, dass du umräumst. Und schön, dass du mir hier den Weg versperrst. Wie soll ich denn jetzt bitte da vorbeikommen? Kannst du mir das verraten? Okay, warte. Maybe so? Hören irgendwelche Gegenstände hier immer durch die Gegend zu ballern? Ging das? Wäre das eine Option für dich, mich in Ruhe zu lassen und einfach mich hier raus zu... Jen, wir haben es geschafft. Wir haben es. Hopefully, ich hab's geschafft. Dieses Ding schon wieder. Warum verfolgt es mich? Was hat es mit diesem Ort zu tun? Yeah, I don't get it. Und wir finden wieder ein neues Dia. Wunderbar. Ja. Okay. Das war jetzt doch alles, oder? Da geht es ja ziemlich tief runter. Safe, oder? Safe, safe. Es geht ziemlich tief runter. Es ist sehr tief. Wenn wir den Boden da unten nicht sehen können, dann ist es schon schlecht. Dann ist, ja, gut. Dann waren wir jetzt hier. Was ist denn? Nee. Unsere Anstrengungen waren umsonst. 20% von Union. Okay. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Gut, ja. Dann haben wir hier, glaube ich, soweit alles abgegrast. Und dann gehen wir wieder zurück. Nehmen vorsichtshalber hier mal. Nee, können wir nicht mitnehmen. Munition. Okay, schade, schade, schade. So, aber hier dürfte ja jetzt auch alles clear sein, oder? Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal nach oben zum Labor. Also, wir wollen jetzt erstmal in Labor 1. In Labor 2, sure, nicht 1. Okay, und hier gibt es diese Resonanzgeschichte. Da gucken wir doch mal. 20% von Unions Bevölkerung hat sich verraten. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Der Kern entkam vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Wir sind jetzt überall. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Und wir jagen und töten alle, die noch am Leben sind. Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keine mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest. Mit Verlorenen. Es kann nicht mehr gestoppt werden. Das ganze Union-Experiment wird scheitern. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Ja, okay. Das ist heftig. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder eine Tasche. Irgendeine Munitionsaufbereitungstasche. Vielleicht für die Bolzen. Medizintasche. Oder für die Medizin. Da ist natürlich, Medizin ist ja immer gut. Immer gut. So ein bisschen Munition noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wieder ein bisschen Schießpulver. Auch wieder sehr gut. Immer nützlich. Okay. Gut, dann gucken wir noch in Labor 3. Okay. Das sieht irgendwie nicht sehr einladend aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die stehen doch alle bestimmt nachher auf, oder? Ist doch, da ist doch, da ist doch safe. Ich gehe hier rein. Was haben wir denn hier? Lol. Okay, hier kriegen wir den Chip anscheinend her, würde ich sagen.
Also wäre jetzt so eine Vermutung. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir gucken uns nochmal kurz die Notiz an. Computerdatei. Studie über einen Operativen. Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das Phänomen der Verlorenen hat sich auf die Möbius-Operative ausgeweitet. Wir hatten schon vermutet, dass die Verwandlung ein Ereignis der Gedächtnisüberschreibungen sind. Allerdings wurde das Operative nicht angetastet. Wir haben es geschafft, einen betroffenen Möbius-Operativen unter Quarantäne zu stellen und zu eliminieren, bevor er sich verwandeln konnte. Vielleicht hat ihn der Kontakt zu so vielen toten Verlorenen in der Grube anfällig für das Phänomen gemacht. Die Frage ist nur, was genau war der Auslöser? Vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Wir werden seine Einheits... Dieser Begriff Einheitszerebralchip entfernen und hoffen, durch ihn neue Daten zu erhalten. Das Entfernen intakter Zerebralchips ist mit dem Extraktionsgerät möglich. Der Ablauf ist automatisiert und relativ simpel. Dazu legt man die Person einfach auf die Bahre und gibt den Aktivierungscode 0128 ein. Dann werden wir uns mal aufschreiben, vorsichtshalber. 0128. So. Schön. Wenn sein Chip noch nicht entfernt ist, kann ich damit durch die Tür kommen und Hoffmann finden. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. So. 0. 1, 2, 8. Okay. Mal sehen, was passiert. Nein. Alter, nein. Oh! What? Oh, ist ja mal geil. Ja, nee, ist klar. Einheitszerebralchips. Dieser elektronische Chip wurde mit Möbius-Operativen ins Gehirn eingepflanzt. Ja, warum? Frag ich mich auch, Herr Junge. Boah, ist das eklig. Zum Glück ist er schon tot. Ich muss aus diesem Labor raus. Ich hoffe, dass er tot ist. Ernst, oder? Es ist nicht euer Ernst, Freunde. Hallo? Ach, ist ja schön. Guck mal, Tag der offenen Tür. Oh, fuck. Auch noch so eine Tante. Muss das sein? Wenigstens nur eine oder sind es mehrere? Okay, wait a second. Nee, warte mal. Machen wir mal anders. Das ist nämlich lautloser. Also, minimal lautloser. Okay, sie ist da hinten. Genau natürlich da, wo wir hin müssen. Okay, warte. Wir probieren mal was aus. Weil die schreit. Und wenn die anfängt zu schreien, dann bin ich am Arsch. Jetzt nicht schlecht. Also. Das war jetzt, finde ich jetzt, okay. Und jetzt können wir weiter Richtung da, wo wir den Chip brauchen. Hier, bei der Tür. Bitte warten. Zutritt gewährt.
Dankeschön. Oder Zeit. Hoffentlich hole ich Hoffmann und O'Neill noch ein. Aber ganz ehrlich, wenn du hier so eine mega Stahltür hast, dürfte uns doch jetzt hier auf der Seite nichts Schlimmes überraschen, oder? Also, guckt euch mal diese Tür an. Da kommt da nichts durch. Kann mir doch keiner erzählen. Also, bis auf vielleicht Theodore. Der uns sowieso dann noch Probleme bereitet. Dieser Pastor Theodore. Okay. Also, hier kann ich einen Schalter betätigen. Cool. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Kurz einmal nachladen, damit wir hier ein bisschen Munition mitnehmen können. So, eine Patrone. Geil. Ach du, oh, Freunde. Das wird doch jetzt hier auch wieder ein Spaß. Oh nee. Ey, wenn die alle aufwachen, dann habe ich ein Problem. Und zwar ein ganz gewaltiges. Kann ich einfach hier schon mal... Na shit, kann ich nicht raufschießen. Okay. Jetzt ist die Frage, sollte ich diesen Hebel ziehen? Da hinten haben wir nämlich noch einen Hebel. Hier geht es aber witzigerweise auch weiter. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt einfach nur so ein Konstrukt, dass ich hier... Ja, es ist... Was? Stimmen. Da sind Stimmen drin, ne? Da ist der Feueralarm. Hm. Ich wette mit euch, der Feueralarm, wenn ich den auslöse, der macht auf irgendeinen Blödsinn. Okay. Komm, wir probieren erstmal ohne Feueralarm Richtung Tür zu kommen. Oder durch die Tür zu kommen. Du musst ihm widerstehen! Hoffmann! Zurück! Nein! Er weiß nicht, was er tut! Okay, ich weiß warum Feueralarm. Genau deswegen. Liam! Nicht! Das ist Liam? Wen meinen Sie mit Liam? Zurück! Das ist der Techniker? Was ist mit ihm passiert? Also, er hat sich ganz schön hart verändert. Kommen Sie mir nicht in die Quere. O'Neill, was ist passiert? Theodore hat mir den Weg gezeigt. Ich gehöre jetzt ihm. Ich habe ihm geholfen. Ja. Und dafür hat er mir ein neues Leben verschafft. Ein Leben als Sklave. Du wirst es nie verstehen. Und nee. Dafür sollst du brennen! Okay. Wait a second. Ja, setz mal deine Maske wieder auf. Wir machen mal ganz kurz... Das ist mir zu heiß. Oh, fuck you, ey. Hör doch auf! Hier war doch auch noch irgendwo ein Feuer... Ja, da. Okay, mein Freund. Du willst spielen? Wir spielen mit Eis. Du mit Feuer. So, ich drück einfach mal hier vorsichtshalber, aber ich glaube, damit mache ich ihm keinen Schaden, ne? Kann das sein? Ich auch gar nicht. Wer verlangt, dass ich mich um dich kümmere? Wer verlangt es? Ja, komm doch her! Wo bist du denn? Ich mach mal hier nochmal Feuerlöcher an, ne? Ist okay für mich? Where do you go? Ich habe es ihm gesagt. Muss gereinigt werden. LOL. Hör auf wegzurennen. Okay, wait a second. Nein. Oh, warte mal. Das wird auch. Das könnte auch gut funktionieren. Zack. So, Wasser und so, das ist schon scheiße, ne? Wasser und Strom, das
ist nicht gut. Wo bist du? Liam! Kann ich eigentlich... Also ich würde gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da drauf schieße. Wenn er hier in der Nähe ist. Liam! Hallo! Da bist du doch. Komm doch mal. Lass ihn nicht entkommen. Versprochen. Ja? Kommst du? So, kurz nachladen. Nochmal kurz Wasser anmachen. Wo ist er denn hin? Liam! Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Zeig's mir. Okay, ich bin weg. Tschüss. Ich bin nicht feige, du hast gerade 3 Headshots gefressen. Ja, Pater Theodor. Ja, nee, lass mich mal. Bist du? Oh, da kommst du. Verdammt, Sebastian! Haben wir ihn? Haben wir ihn? Bitte. Ey, nicht, dass er sich jetzt nochmal verwandelt und noch weitermacht. Okay, wir haben ihn. Yes, ganz schön badass. Ja, manchmal geht's. Danke, Sebastian. Geschafft. Endlich befreit von seiner Stimme. Ich sag ja, dieser Theodor, dieser Pastor da, der ist auch von ist unser neuer Endgegner. Ich hatte solche Angst. Er muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Hm? Nirgendwo. Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können. Okay. Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Naja. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Könntet ihr vielleicht auch den Brand erstmal löschen? Wäre das möglich? Also, aber als allergeilstes finde ich ja. Flammenwerfer. Beschädigter Flammenwerfer. Die Brennstofftanks dieses Flammenwerfers sind irreparabel beschädigt. Nein! Wenn du ihn benutzen willst, musst du Ersatzteile finden. Gar kein Problem. Da die Waffe aus speziellen Teilen zu bestehen scheint, musst du eine ähnliche finden, aus der du die Tanks ausbauen kannst. Allerdings hast du das Gefühl, dass nicht einfach eine so herumliegen wird. Also wir werden da auf jeden Fall... Könnte ich gebrauchen. Könnte man... Aber er ist kaputt. Gebrauchen. Mit den richtigen Teilen allerdings... Ja, mit den richtigen Teilen werden wir ihn reparieren können. Und vielleicht finden wir ja die richtigen Teile. Aha. Oh, dann gehen wir jetzt mal hier auf. Horchen. Ja, Meister. Natürlich.
Ja, natürlich. Danke, Vater Theodor. Das zu hören erfüllt mich mit Stolz. Was denn? Was? Aber sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Nein. Natürlich werde ich, was immer sie wünscht. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Es war ein Bait. Er hat sie gebaitet. Es ist auch unmöglich, dieser Liam. Aber gut. Hier können wir erstmal wieder zurück. Hier könnten wir dann Waffenteile verbessern. Hier haben wir eine Werkbank. So viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Ja, und wo ist sie? Wo ist denn die Maschine? Maschine. Sein Markenzeichen. Theodor hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Was? Was? Wie? Okay. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, aber gut. Aber ist okay für mich. Gut. Warte mal nach. Wir kennen also Theodor Wallace? Natürlich. Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stem? Und warum tut er das? Anscheinend Blödsinn. Da gibt es so einiges, von dem sie nichts wissen. Theodor will Lily für sich. Wir haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Okay, ist das die Maschine, die er meinte? Also Liam? O'Neill? Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Stimmt. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden, bin schon unterwegs. Bis bald. Alter, das ist ja mal eine Ansage. Bring die dicken Knarren, wir gehen auf Jagd. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Sprich mit Esmeralda, wenn du bereit bist, die Sprengladung scharf zu machen. Okay. Cool. Dann? Sag mal, Torres. Mach mal auf die Maus. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Okay, hier wird wieder ganz viel geredet. Während geredet wird, blende ich mich erstmal wieder aus. Bin dann nach den ganzen Dingern bis zum letzten Punkt gleich wieder da. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodor nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft.
Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Das sagt sie jetzt so. Funken Moral. Klar! Komm, mach mal scharf. Auf geht die Luzi. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Na dann. Packen wir es an. Losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Wir springen doch jetzt nur die Maschine, oder was passiert jetzt da? Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Sicherheitsabstand? Schon mal was davon gehört? Anscheinend nicht. Alles okay, Torres? Alter, man führt doch so eine Sprengung nicht durch und stellt sich so 3 Meter davon entfernt. So, okay. Uff. Was? Sebastian Castellanos. Jetzt kommt der Toro. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Torres. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre übereilten Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Theodore, meine Güte. Kommen Sie. Ich warte. Du, ich hab ein paar Kältebolzen für dich, mein Freund. Ja, wohin denn? Das ist das sein, was sie sich erträumt hat. Da ist wer. Aha. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Du bist hier. Ist mir egal, lass mich in Ruhe. Kapitel 12. Oh, warte mal, hier gibt's was Schönes. Hier gibt's was Tolles. Was ist denn das hier? Eine Tasche für noch mehr Munition. Pistolenmunition. Yay! 44. Nice. Well. Das ist ja auch noch wer. Was bist du denn? Okay, ich bin weg. Muss ich jetzt hier rein oder was oder wie? Nee. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ich dachte, ich muss jetzt nur irgendwo hier drin. Okay, das ist eine Sackgasse. Das ist jetzt gerade, glaube ich, nicht der Teller. Geht mal weg hier. Den treffe ich noch nicht mal. Wo kommst du auf einmal her? Geh mal weg. Der hat eine schöne Axt fallen lassen. Shit. Wo muss ich denn hin? Warte mal, Communicator raus. Ich bin hier, Papa. Schnell! Ja, wow. Wie komme ich da hin? Ich sehe nichts. Ja, die Taschenlampe bringt mir gerade auch überhaupt nichts. Einfach mal vorsichtshalber in den Kopf geschossen. Man weiß ja nie. Ich würde jetzt mal Explosivbolz nehmen für den hier. Für den Le Boy. Hello! Okay. War. Da ist noch einer. Ach, ich lass dich in Ruhe. Warte mal, hier liegt da noch was. Schießpulver. So. Ach, ich muss die Kurbel kurbeln. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder 5000 mal E drücken. Ja, geht noch nicht. Hey, lass mich in Ruhe. Dein Ernst? Arschloch. Ja, Kinder mit ihren präzisen Ortsangaben. Ich bin hier. Warte, wer ist wo? Wer?
Okay, man hört mich. Ist mir eigentlich aber auch erstmal egal. Kopfschuss. Okay, der ist schon tot. Shit. Oh Gott, wo kommst du denn her? Oh, Entschuldigung, der erste Schuss ging daneben. Sorry dafür. Aber eindeutig zu viel und ich habe zu wenig Munition. Ich glaube, ich muss außen rum rennen. Okay, warte mal. Komm mal her hier. Was? Ich wollte ihn doch treten. Oh, treten! Das ist ja mal interessant. Erinnert mich so ein bisschen an Dead Space. Ne, wo Stevie ja dann auch immer nochmal drauf getreten hat. Damit sie sich halt nicht verwandeln. Lilly. Okay. Warum ist jetzt das Zimmer von unserer Tochter hier? Und stört es nicht, dass wir die ganze Zeit im Blut durch rumrennen? Mama hat nie aufgegeben. Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, um zuzuhören. Nein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Immer nachlatschen. Mein immer. Erfolg, sie wollten mich zuhören. Sie haben beide verloren und gegen dein Selbst verloren. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch die Hause erreicht. Was sind das denn für Maschinen? Die Mistviecher sind scheiße schnell. Fuck. Okay. Nachladen. Wer weiß. Lilly Castellanos. Ach du heilige Scheiße. 18. Juli 2006, 11. Februar 2012. Our little angel. Fuck. Was? Ja, komm, grüß dich. Ja. Ja, ist mir egal. Und die sind mir aber nicht so egal, warte mal. Muss ich hier hin? Ich weiß nicht, wo ich lang. Dreckiges Mistviech, ey. So. Das hast du jetzt davon, Fräulein. Lass mich in Ruhe. Okay, wir haben den Part auch durch. Und jetzt geht's hier runter? In den Keller? Wir nehmen mal Heilungsmittel. Jetzt oder auch nicht. Komm, wenn es zu spät ist. Du kommst immer zu spät. Ich sag jetzt nichts. Nach Halle. Wollen Sie immer noch mit Lilly wieder vereinzeln? Ja. Will ich. Herr Junge hat's getroffen. Ich muss sie finden. Gut. Dann kommen Sie zu. Ja. Theodor, wo bist du? Theodor! Ich mach das gleiche mit dir wie mit Liam. Lilly, das ist unfair. Bist du es wirklich? Also eine Sache fänd ich jetzt richtig unfair, wenn dieser Theodor sich irgendwie ansatzweise verwandelt in unsere Tochter und wir gegen unsere Tochter eventuell kämpfen müssten, weil das... No way. Also dann sterbe ich hier am Stück. Lilly? Lilly. Nein! Lilly! Da ist sie. Ihre geliebte Tochter. War das nicht ihr Wunsch? Papa?
Papa, es ist deine Schuld. Warum hast du mich nicht gerettet? Nein, bitte. Ich konnte nicht. Ich wollte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sie sind verdammt dazu, ihre Fehler zu wiederholen. Schließen Sie sich mir an. Und ich kann ihre Träume erfüllen. Nimm die Schrotflinte aufs Gesicht und drück ab. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind sie wahrhaftig frei. Nein! Man braucht mehr als Kugeln, um mich aufzuhalten. Okay. Wann begreifen Sie das? Fuck! Du hast auf mich geschossen. Nein. Warum? Nein! Nein. Na los. Bringen wir dich hier raus. Jetzt bringt die uns raus, die wir angeschossen haben? Ja, nun wach doch mal auf, Alter. Sebastian, jetzt, Alter, tu nicht so, als ob hier, komm. Weißt du, sie, Bauchschuss und allem drum und dran und... Du machst hier ein Nickerchen, oder was? Er darf dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Auf jeden Fall. Sebastian, was ist los? Alter, Flashback. Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Oh, danke. Torres, wo? Ich bin zu Hause. Ja. Wie bin ich? Ja, das ist auch gerade meine Frage. Wie sind wir denn jetzt hierher? Also, träumen wir? Ah, okay, wir haben auch schon mal kein Spiegelbild. Das ist schon mal, komisch. Komisch, komisch, komisch. Können wir hier rein? Nee, wir können in unserem eigenen Haus... Können wir natürlich keine Tür öffnen. Safe. Oh, müssen wir das jetzt nochmal erleben, was mit unserer Tochter passiert ist? Oh, bitte nicht. Lillys Zimmer. Wie es früher war. Ich wünschte, es wäre immer noch so. Der arme Kerl, der hat doch... Ey, hat ja nicht genug gelitten? Ist doch... Ja, die ist auch wieder verschlossen. Ja, okay. Lillys Zeichnungen. Gott, ich hoffe, sie konnte sich einen Teil dieser Unschuld bewahren. Wenn die jetzt die ganze Zeit da unten war, in dieser Matrix-ähnlichen Kacke da, glaube ich nicht, dass die irgendwie halbwegs noch Kind geblieben ist. Nicht ehrlich. Mysteriöses Symbol. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben, kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Also beschließt du, es in deinem Zimmer aufzubewahren. Okay. Deswegen stecken wir es jetzt auch ein. Oder was? Ich habe immer so viel gearbeitet. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mehr davon mit Ihnen verbringen. Ja, im Nachgang ist man leider Gottes immer schlauer. Ja, das ist nicht schön. Nicht schön. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Lilly?
Myra. Dieser Brief. Myras letzte Nachricht. Versteckt in ihren Akten. Okay, was stand da drin? Es hörte sich so verrückt an. Aber ich hätte ihr glauben sollen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mein lieber Sebastian. Wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber es war zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Dem Brief liegt eine Kopie meiner Aufzeichnungen bei. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst. Aber falls doch, liegt es an dir, zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte, tu es für Lily und für mich. In ewiger Liebe. Myra. Es tut mir so leid, Sebastian. Du hast so viel durchgemacht. Die ganze Zeit. Ganz allein. Es ist meine Schuld. Du wolltest es mir sagen. Aber ich habe dir nicht geglaubt. Und jetzt bin ich so durcheinander, dass ich schon mit einer Halluzination rede. Ich habe dich enttäuscht. Ich konnte Lily nicht aus dem Feuer retten. Ich habe alle enttäuscht. Das stimmt nicht, Sebastian. Das Feuer war nicht die Gefahr. Das weißt du jetzt. Dennoch konnte ich sie nicht beschützen. Wie denn auch? Mobius ist eine Naturgewalt. Das ist so, als würde man sich für ein Erdbeben verantwortlich fühlen. Es war nicht deine Schuld. Du musst aufhören, dich so zu quälen. Du bist ein guter Mensch, Sebastian. Deshalb habe ich dich geheiratet. Und diesmal kannst du sie retten. Zu viele Kräfte sind gegen dich. Du musst stark bleiben. Lass dich von der Vergangenheit nicht besiegen. Ich verzeih dir. Und Lily wird es auch. Aber das Wichtigste ist, dass du dir selbst verzeihst. Verzeih dir selbst. Sie hat recht. Sie hatte immer recht. Theodor setzt meine Schuld gegen mich ein. Aber welche Schuld? Es ist ihre Schuld, nicht meine. Sie nahm mir alles. Ich habe es nicht begonnen. Aber ich werde es beenden. Und Gnade Gott denen, die mir im Weg stehen. Ja. Wachen Sie auf, Sebastian! Ich glaube aber, dass das, schwer ist, sich selbst zu verzeihen. Was? Hoffmann? Was ist passiert?
sie hat sie hergebracht. Tut mir leid, Sebastian. Ich wollte sie retten, aber... Ich... hab sie erschossen. Die Schusswunde war nur oberflächlich. Sie starb durch Verletzungen aus dem Kampf gegen diese Dinger. Verdammt! Sie hätte so nicht sterben müssen. Sie war eine gute Soldatin. Sie wollte nur Lily retten. Und jetzt ist sie tot. Alles meine Schuld. Schon wieder. Nein, Sebastian. Es ist nicht ihre Schuld. Sondern? Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben recht. Dieser gottverdammte Mistkerl. Das will er doch nur. Er will, dass ich mich schuldig fühle. Er ist für das verantwortlich, nicht ich. Er ist der Schuldige. Okay. Zeit zu gehen. Ich muss nur Theodore finden. Das ist nicht das Problem. Liams Maschine zu zerstören hat funktioniert. Theodore ist nicht mehr versteckt. Das Problem ist, zu ihm zu kommen. Wie meinen Sie das? Das war auf den Außenkameras des Überwachungssystems. Schauen Sie mal. Theodors Festung ist mitten in Union erschienen. Aber sie ist scheinbar von einer riesigen Feuerwand umgeben. Mist. Da werde ich nicht durchkommen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe in Liams Ausrüstungsraum ein Gerät gefunden, das uns helfen könnte. Gut. Zeigen Sie es mir. Es ist noch nicht bereit. Ich muss noch was anpassen. Okay. Tun Sie, was nötig ist. Hier ist doch irgendwo ein Hotel in der Nähe. Ich prüfe, ob es sicher ist und schicke dann die Koordinaten durch. Treffen wir uns dort mit dem Gerät. Okay, bis bald. Kapitel 13. Die Festung. Ja, also heftig. Heftig, heftig, heftig. Wir können aber zumindest jetzt die Waffe von ihr übernehmen, auch wenn wir eigentlich irgendwie ihr im Bauch geschossen haben, was angeblich nur oberflächlich ist. Tut mir leid, Esmeralda. Wie sowas oberflächlich sein kann? Ich sorge dafür, dass ihr Tod nicht umsonst war. Ich werde dieses Schwein zur Strecke bringen. Das wäre sehr nice, ja. Sturmgewehr. Diese automatische Waffe verwendet reguläre Gewehrmunition. Das Gewehr ist durchschlagskräftig, verbraucht aber viel Munition. Die wir aber herstellen können, bestimmt. So hoffe ich. Gut. Dann sammeln wir hier wieder alles erstmal ein. Munition, 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 wieder Teile. Ja, die Festung, sie hat irgendwas entwickelt, damit wir das mit den Flammen hinkriegen. Feuerlöscher oder so? I don't know. Erstmal einen Kaffee trinken. Erstmal Käfchen. Nach diesem emotionalen Ende im Kapitel 12, glaube ich, brauchen wir erstmal alle eine schöne Tasse Kaffee.